Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zum Arsch, Version 1.4. Ja, wir machen weiter mit der Kartoffelernte. Wie versprochen. Das Wenden klappt sogar mit anderen. Und die Rübenernte ist fertig. Ich wollte noch schauen, dass wir jetzt hier. Ne, wie ein bisschen Scheiß. Was fehlt denn da noch? Dünger. Das ist ja äußerst ärgerlich, ne, mit Dünger fehlt, ne? Aber fehlt. Das wollen wir noch holen. Und weiter. Ja, muss ja, ne? Nutzt ja alle nichts. Die wollen denn heute noch schaffen mit der Aufsaat. Heute ist der letzte Arbeitstag im Herbst und dann geht los nachher mit Winter. Also Winter lasse ich noch so lange Zeit, wie jetzt theoretisch. Naja, die Ernte dauert, die Ernte muss man durch. Und die Aussaat sollte an sich kein Problem sein. Aber die muss auch mit durch, ne? Da müssen wir jetzt hier irgendwo mal die Fahrzeuge irgendwann wegfahren. Das ist ja nicht normal, ne? Da lässt die mal alle stehen. Ja, da wollte ich eigentlich die Grasente machen, aber die Grasente werde ich hier auch nicht schaffen, das Schiff, was wir haben. Wir nicht so viel weit weggefahren. Also Düngerstellung schon selber her, leider fehlt dir was, ne? Ich glaube schon längere Zeit. Aber gut. Sackel brauchen wir keins kaufen, das reicht aus. Es geht schnell zurück zur Spur und dann machen wir gleich weiter mit der Aussaat. Aber fertig kriegen heute. Wichtig. Sehr wichtig sogar. Damit im Frühjahr entsprechend die Ernte dann alles schön ernten können. Ja, Bierproduktion läuft auch. Muss man schauen, ob wir Wasser brauchen. Ich glaube schon. Da müsste ich mal einen Autokurs mit Autoreifen einfahren lassen. Mit einem Kleidanhänger. Bis es voll ist. So. Dünger hat gefehlt, das ist ja äußerst blöd, ne? In Anführungszeichen, ne? So. Aber mit Helfer hier. Was macht er mit 10 km/h? Das verstehe ich nicht. 18 darfst du fahren. Okay. So, hier sind wir bei. Das ist zwar kein Korntank, aber das ist egal, ne? Nicht so genau. Der nächste muss dann leer werden. Das stimmt hier unser hier. Ja, vor der Nase hier. Ja, sind wir voll in der Ernte jetzt. Erntestress in Anführungszeichen, ne? Da müssten wir eigentlich unseren Kollegen umstellen. Und zwar. Ja, das kann ich mal so machen. Doch. Die Spur lassen wir noch fahren und dann werden wir eine umstellen auf normalen Helfer. Also mal kurz fahren lassen, kurz löschen. Dann machen wir gleich. Der war voll. Nicht ganz. Aber so gut wie.
Ja, jetzt weiter mit Erntekartoffeln. Helfer. Müsste eigentlich funktionieren, wenn keine Reihe stehen lässt. So. Dann müssen wir ganz kurz wegfahren und dann nächsten Jahr machen. Ne? Der wird auch gleich voll sein. Der ist voll. Pff, wir werden den LKW probieren. Wäre ja besser, ne? Kippen wir die Rüben aus. Da war vergessen. Dann ist es spät. Das Unkraut. Unkraut wäre nicht so tragisch. Oh. Weil er so hoch ist. Könnte. Helfer Natt hat die. Achso, keine Ahnung. Oder ist der hier mit der Aussaat fertig? Würde man nicht wundern. Finte, ja, die Finte ist auch da. Kann aber eine Weile arbeiten hier. Kann man schön im Winter nachher schon verkaufen nachher, in aller Ruhe. Die Tiere brauchen auch näher Futter noch, spätestens morgen früh. Mal probieren, ob wir hier rankommen. Beziehungsweise ob wir unterkommen. Das wäre nämlich besser für uns alle. Hier geht's. Das ist gut. Hast du aber auch schnell eingesaugt, du. Dann können wir nämlich die Fahrzeuge immer schön wechseln. Dann können die weiterarbeiten, ne? Große Fragenlage beim Depot. Ja, das passt mir jetzt doch gar nicht durch. Schweine habe ich angeboten, aber sind noch nicht so weit. Die sind so klein. Ich will noch was wachsen. Ich will noch ein paar Kilo zulegen. Vor allem eine Größe müssen zulegen. Da leer machen, leer machen.
einen haben sie bewegt. Ja, ne, unsere Kartoffeln. Dann ist die erste Auffahrt erledigt, denke ich mal. Sollte. Links und rechts wechseln und Gras. Und sind meine Schweine. Tief, ne? Hoffe ich jedenfalls. Das muss ich auch noch ein bisschen machen, denke ich mal. Sauber garantiert. Mein Stall. Der Pace hier lang, ne? Also, ja gut. Guckt mal ein Auge zu, man sieht nicht so genau nehmen. Ja, normalerweise muss man dafür zwei Geräte haben. Ne? Also in so einem Feld raus, wenn eine anfangen. Ja, ist ja also. So, fällt raus und neben der Spur, das ist ein bisschen blöd, ne? Gut. Nächste Folge. Oder kurz davor. Brr. 100% Unkraut 0. Ja, dafür nichts gemacht haben, ist nicht schlecht. Ja, Getreide. Hat er einfach stehen gelassen. Ich hab gar nicht wieder angehalten. Ah! Wegen der verdorrten Dinge. Verdorrt, verfault. Da liegt dann Season. Und Seasons hat nämlich auch so eine Option drin, falls mal, also auf gut Deutsch, die Witterung so beeinflusst, ne? Vielleicht manuell eingreifen. So. Machen wir mal eine Early fertig hier. Bringt ja nichts, kann man nicht gehen lassen. Dann ist. Naja. Ja, Verlust ist doch. Hat kein Vermögen, aber Verlust. Ist weiter weg. Die? Ah. So,
Kann gleich sein. Jetzt fahre ich eben eine Aufforderung zum zum über Haufen fahren. Ich kenne die nächste. Das sieht aber komisch aus. So. Gleich nach hier fertig, ja. Die Spur kriegen wir nicht hin. Vorne sind ja auch goldig, ne? Aber gut, das ist Pflegebereifung, ne? Also soll er möglichst wenig quetschen, ne? Anführungszeichen. Ist ja richtig. Und Teile quetscht. Die alle. Jetzt rast die Zeit. Oh, fertig machen ein Stückchen hier. Nächstes voll. Ich habe einen flachen Anna. So. Schön. Ja, aus der Erde muss, muss die Erde raus und mal so kleine Steine und so, also muss alles rausbrechen. Wo Steine jetzt eigentlich nicht drauf gehen normalerweise, aber die Erde auf jeden Fall. Früher wurde das manuell sortiert, ne? Dann stand auf der Maschine, ich glaube 4 Personen, meistens waren es ja Frauen. Ja, meistens. Und dann haben wir es manuell geerntet, also manuell nicht, die Maschine hat es rausgeholt, also der Traktor vorne so weg, dreht hinterher und dann wurden die Kartoffeln im Prinzip auf dem Teil sortiert, und zwar in gute und schlechte, also die schlechten sind gleich weggeflogen, Steine auch. Weiß gar nicht genau, ob sie alles weggeworfen haben, aber jedenfalls ein Teil. Ja, für Viehfutter halt, ne? Aber das meiste ging ja natürlich weg. Also die Sachen, die nicht raufgehörten auf Tafel, ne? Also große Steine wurden rausportiert, also Erdbrocken natürlich, wenn sie trocken waren, waren Erdbrocken drauf, weil der Boden war ja meistens lehmig und meistens kaputten. Aber nicht immer, ne? Aber kann man einfach mal vor. So. Mach weiter deine Arbeit. Wir müssen sehen, dass wir den nächsten Film kriegen, ne? Wir haben echt nur 30 FPS. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja ausreichend, ne? Oder sollte nicht sein, ne?
Ja, Kartoffeln, ne? Guck mal, noch ein Schweine oder ein Tier allgemein. Wetter. Also, er meldet hier erstmal trocken. Kaum Frost. Nur Ende des Winters ist Frost in Sicht und Schnee. So. Tiere. Da werden wir dann langsam aktiv werden müssen. Und hier. Strohknapp. Bei den Kühen. Ja, gut. Sind sehr gesund. Und die ersten Kälber werden mal kommen. Im Winter schätze ich mal, wenn die ersten da sind. Sind alle näher nächstes Jahr im Frühling und im Sommer. So, hier Hopfen, Raps, wie gesagt. Ja, das ist blöd. Jetzt habe ich auf ein Maisfeld Gerste aufgebracht. Das ist ungünstig. Aber gut. Können wir nicht ändern. Jetzt will sie keinen Schon auch, möchte ich jetzt nicht mehr. Geht ja um Verlust, ne? Den wir jetzt hier haben werden. Auf der Fläche. Der andere ist bei 18,69%. Hüpfen wir ganz kurz rüber zum LKW und fahren ihn mal weg. Dann müsste ja auch fast leer sein. Voll mal nicht. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Folge bezogen. Entschuldigung. Ich sehe gerade, dann seid mal Tschüss und wir winken. Ciao. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ansonsten kurz reinschreiben. Kritik immer erwünscht, immer gesehen, gern gesehen. Ne? Und dann werde ich es versuchen zu verbessern. Tschüss!